Herzlich willkommen bei unserem heutigen Landwirt.com Training. Und heute haben wir etwas Besonderes vor. Das erste Mal, dass wir nicht ein Training mit einer PowerPoint oder mit einer Präsentation von einem Referenten haben, sondern heute haben wir fünf Referenten bei uns und wir haben gesagt, wir machen eine Talking-Runde, wir machen einen Experten-Talk, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch zu interagieren und mit uns zu sprechen. Zum Thema Gebrauchtmaschinen, was ist zu beachten, was kann man besser machen, wo liegen die Schwachstellen, was kann man von den Experten lernen. Und da schon alle Experten hier sind, möchte ich auch gleich einmal beginnen, ganz kurz das Gremium vorzustellen. Ich beginne mit der Dame als erstes. Die Corinna Teichert kennt man ja bereits von den letzten Webinaren. Eine ausgesprochene Expertin, Geschäftsführerin einer Consulting-Firma ihrer eigenen, wo sie als Beraterin auch zur Verfügung steht für weitere Gespräche. Der Guido Leubel ist Head of Used Car Coaching bei der Degra. Auf das freue ich mich besonders, weil auch wir wissen, dass wir viel aus dem Bereich Automobile lernen können, viel aus dem Bereich Baumaschinen lernen können, viel aus diesen Branchen kommt etwas zeitverzögert auch zur Landtechnik. Also von dem her, glaube ich, haben wir damit einen wirklich guten Speaker in dem Bereich. Der Dr. Mibes ist ja auch eigentlich für den letzten Bereich zuständig, für den Bereich Finanzierung, aber ganz ein wichtiger Bereich, weil wir wissen, wir reden von sehr, sehr hochpreisigen Maschinen zum Thema. Und da ist eine Finanzierung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Maschinen bewerten. Peter Thiel, herzlich willkommen, Lektura, ist der Experte für die wirkliche Bewertung von Maschinen und kann uns dazu auch einiges sagen. Es werden sich die vier restlichen dann noch persönlich vorstellen. Als erstes bin ich dran, mich vorzustellen. Ich bin der Thomas Mühlbacher, Geschäftsführer von Landwirt.com und das schon seit vielen, vielen Jahren, also schon über 27 Jahre im Unternehmen. Ich bin noch im Printbereich gewesen, wie wir begonnen haben, uns 2000 mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und ich habe die Aufgabe, ein bisschen über Digitalisierung und den Fluch und den Segen darüber zu reden. Und ich beginne vielleicht mit ganz am Anfang. 28K-Modems. Es war nicht richtig sexy, da drinnen nach Maschinen zu suchen, weil man musste sich einwählen. Es hat gedauert. Und dann kam 2008 die Erfindung, die Präsentation des ersten iPhones, des ersten touchbaren Telefons. Und da gibt es ja welche, die behauptet haben, das wird sich nie durchsetzen. Unter anderem auch der Geschäftsführer von Microsoft, der gesagt hat, was ist denn denen da eingefallen? Das ist doch viel zu teuer. Kein Mensch wird sich ein Telefon um 600 Euro kaufen. Wer kauft sich jetzt ein Handy, das viel billiger ist? Ja, sehr, sehr wenige. Und wer toucht nicht auf seinem Handy auch sehr, sehr viel? Weniger Leute. Und das war also der erste Digitalisierungsschub, wo es noch einfacher ging, nach Maschinen zu suchen. Und dann kam letztes Jahr noch Covid dazu, ein Lockdown in Österreich, einer in Deutschland. Und es wurde noch mehr online gesucht und offline gekauft. Und das ist, glaube ich, das, was Digitalisierung in 20 Jahren wirklich sehr, sehr schnell durchläuft. Ihr könnt darüber wahrscheinlich auch einen Tag sprechen, was passiert ist in dieser Zeit. Es ist noch intensiver geworden. Und der Erstkontakt zu einem neuen Händler passiert in, würde ich fast sagen, fast 100% der Fällen inzwischen über einen digitalen Kanal. Wenn man nicht dabei ist, ist man einfach nicht mehr sichtbar. Und Verkäufe passieren einfach über diesen ersten informativen Kontakt. Da ich ja nur eine kurze Zeit zum Sprechen bekommen habe, heute für die Einleitung erzähle ich nicht die ganze Geschichte meines Autokaufs, aber ich kann Ihnen versprechen, der erste Kontakt war ein digitaler Kontakt und der erste Kontakt war nicht beim Händler um die Ecke. Es war auch ein Kontakt dabei, aber da konnte man mir das Produkt nicht so liefern, wie ich es wollte. Und damit habe ich Kontakt zu vielen Händlern geknüpft, die genau das bieten könnten, was ich haben wollte. Und die waren eben nicht in meiner nächsten Gegend. Aber so passieren Geschäfte. Also alle sollten Digitalisierung als Chance sehen und nicht als Risiko, als Chance, neue Märkte zu erkunden.
Aber natürlich auch sich bewusst sein, dass das auch ein gewisses Risiko ist, Kunden zu verlieren, wenn man Produkte nicht liefern kann zum richtigen Zeitpunkt, wenn der genau das haben will. Und was ich definitiv sagen kann von mir und von allen, wir sind mega ungeduldige Leute geworden. Wir wollen die Maschine, wenn wir sie haben wollen, nicht erst in 8 Monaten Lieferzeit. Und diese Lieferzeiten gibt es, wie wir wissen. Der Branche geht sehr gut. Wir haben sehr, sehr lange Lieferzeiten und Kunden wollen relativ schnell bedient werden. Also nicht das blöde Digitalisieren und die Preise sind so transparent geworden. Und eigentlich ist das ja alles gar nicht das, was ich will. Und ich will direkt mit dem Kunden reden und nicht nur über Telefon- und Videocalls, sondern wir haben eine Chance, neue Märkte zu erkunden. Wir können neue Märkte kennenlernen. Wir haben Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Die gehören einfach sinnvoll genutzt. Und dann ist es eine richtige Chance für die Zukunft. Und damit übergebe ich in der Vorstellungsrunde weiter an die Corinna Teichert, die den nächsten Part und sich selbst auch vorstellen wird. Danke. Ja, danke, lieber Thomas, und herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, dass ich hier dabei sein kann und dass ich hier mit so hochkarätigen Kollegen diese Runde bedienen darf. Ich selber bin jetzt seit fast 20 Jahren im Gebrauchtgeschäft, habe meine Gebrauchtwagenkarriere damals bei der Schwacke begonnen, zu einem Zeitpunkt, Thomas, du hast das angesprochen, als die Pkw-Branche gerade anfing, sich darüber klar zu werden, dass in den Gebrauchten ja Potenzial steckt, aber noch keiner so wirklich recht wusste, wie man diesen Schatz heben kann. Wir haben damals die Stellschrauben des Restwertmanagements definiert, mithilfe natürlich des immensen Datenpools der Schwacke Restwerte prognostiziert und damit dann geholfen, das Geschäft zu professionalisieren. Der Hersteller sollte einfach wieder die Kontrolle über seine Restwerte und natürlich über seine Fahrzeuge zurückbekommen und damit letztendlich kontrollieren können, was passiert. Eine valide Basis langjähriger Daten ist dazu natürlich unerlässlich gewesen, denn daraus konnten wir die Mechanismen der Märkte auf der einen Seite, aber auch ganz konkrete Logiken von Abwertung erfassen. Also Abwertung auf der einen Seite von ganzen Modellreihen, Abwertung überhaupt erstmal eines einzelnen Fahrzeugs, wie funktionieren die, welchen Mechanismen folgen die, welchen Regeln folgen die. Und grundsätzliche Kernmechanismen gelten natürlich auch für andere Branchen. Und das hat uns, oder diese Erkenntnis hat uns letztendlich geholfen, das Ganze dann erstmal auf den Lkw-Markt zu übertragen. Im Lkw-Bereich sind wir dann in der Beratung auch ins operative Geschäft eingestiegen. Das heißt, von der Bewertung und Aufbereitung gebrauchter Lkws über die Vermarktung, über diesen ganzen Prozess des Vorlaufmanagements, des Portfolio-Managements, Standzeitenoptimierung und natürlich Risikominimierung konnten wir dann die komplette Bandbreite beraten. Dazu kamen dann natürlich die bekannten Themen, die wir dann im Pkw-Bereich schon hatten, zum Thema Restwertmaximierung und Risikominimierung. Und so konnten wir schließlich auch dann in der Lkw-Branche einen recht guten Professionalisierungsgrad erreichen. Spannend war dann für mich, wie Bau- und Landmaschinen fast gleichzeitig angefangen haben, sich mit dem Thema der Gebrauchten zu beschäftigen. Und auch da sind die Themen immer wieder dieselben. Die Gebrauchten führen irgendwo so ihr Schattendasein, sind so Mitläufer. Die Gebrauchten sollen nur dafür sorgen, Neugeschäft zu generieren, letztendlich egal zu welchen Kosten. Und damit bleibt der Gebrauchtbereich oft ein Verlustgeschäft am Ende des Tages, weil die Kosten nicht wahrheitsgemäß dann dem Neumaschinengeschäft belastet werden, sondern immer da hängen bleiben, wo sie dann dem Gebrauchten irgendwo schaden. Es gibt oft kaum oder gar keine Strukturen oder Prozesse, wie die Gebrauchten gemanagt werden sollen. Es wird letztendlich vermarktet, was halt da ist, was meistens über Entzahlungnahmen reinkommt, was halt auf dem Hof steht, aber dass man wirklich ein Konzept oder Strukturen dahinter hat, ist oft noch nicht gegeben. Dann ist die Datenbasis oft sehr, sehr schlecht. Oft kennt nur eine Person im Unternehmen sich tatsächlich mit der Bewertung wirklich aus und dem darf dann nichts passieren, denn wenn der mal krank ist oder irgendwie ausfällt, steht das Geschäft oder man geht das Risiko eben ein, auch Verluste einzufahren, wenn man die Bewertung falsch vornimmt.
Leasing-, Finanzierungs- oder Buyback-Modelle im Bereich der Gebrauchten finden kaum Anwendung, weil man sich die Prognose schlicht der Restwerte überhaupt nicht zutraut. Das sind so alles Themen, die wir in unserer Beratung anfassen, wo wir angreifen können, weil wir sie aus den Bereichen PKW und LKW schon relativ gut validiert übertragen können, wissend natürlich, dass die Landmaschine auch ihre Spezialitäten hat. Mit all diesen Strukturen, die fehlen, entscheiden letztendlich aber andere Marktteilnehmer über die eigenen Maschinen, über die eigenen Restwerte und damit auch über den eigenen Markt, den man eigentlich selber machen oder definieren sollte. Denn letztendlich entscheidet sich an der Gebrauchtmaschine, am Gebrauchtwagen das Image der Marke, weil ja der erst zeigt, ob diese ganzen schönen Hochglanzbroschüren, die der Neuwagenverkäufer hatte, denn auch recht hatten. Und man darf nicht vergessen, mit der Konfiguration des Neuen ist die Maschine eine Gebrauchte. Deswegen sollte schon an dieser Stelle im Blick behalten werden, welche Merkmale am späteren Gebrauchtmaschinenmarkt gefragt sind. Und unbedingt sollte man seine Datenbasis pflegen, damit man auf der einen Seite nicht abhängig wird von einzelnen Know-how-Trägern und damit man natürlich zu jedem Zeitpunkt weiß, was die Maschine, das Gerät gerade wert ist. Herr Thiel, dazu haben Sie ja mit Lectura viel Erfahrung gesammelt und sind gerade dabei, wenn ich das richtig weiß, Ihre Datenbasis nochmal auf ganz neue Füße zu stellen. Als Stichwort vielleicht aus Daten Informationen machen. Was können Sie genau oder was vielmehr können unsere Zuschauer auch mit Ihren Daten machen? Vielen Dank, Frau Teichert. Schönen guten Morgen an alle. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, in dieser Runde, in dieser gemischten Runde dabei zu sein. Ich glaube, die Runde ist sehr, sehr gut zusammengestellt, weil es die verschiedenen Disziplinen des Gebraucht-Fahrzeughandels sehr schön umreißt. Und wir als Lectura widmen uns einer Disziplin und das ist eben, sind Daten, Maschinendaten, Maschinendatenmanagement. Und mein Name ist Peter Thiel, ich bin Geschäftsführer von Lectura. Und Lectura als solches beschäftigt sich seit jetzt knapp 40 Jahren mit dem Thema Daten, Maschinenpreise und Maschinenbewertung. Ich würde vielleicht etwas ausholen und sagen, dadurch, dass wir damals vor den knapp 40 Jahren begonnen haben mit dem Bereich Baumaschinen, haben uns dann weiterentwickelt in verschiedene weitere Bereiche, die wir als mobile Maschinen bezeichnen. Da ist natürlich, sind Landmaschinen dabei, Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen und Nutzfahrzeuge. Das sind unsere Bereiche, denen wir uns widmen. Und wir haben im Prinzip sehr inspiriert von der Automobilbranche begonnen, uns diesem Thema anzunehmen. Und man muss sich vorstellen, dass wir damals begonnen haben in einer Zeit, wo das Hauptproblem war überhaupt, dass es Daten gibt, die ich auswerten kann. Das heißt, sehr wenig Daten, die verfügbar waren, da wir uns in einem nicht besonders transparenten Umfeld befinden, haben wir begonnen, eine Datenbasis aufzubauen, zusammen mit Herstellern, zusammen mit Experten in dieser Branche, um dann, ich sage jetzt mal, in diesem Markt mit wenigen Daten relative Regeln aufzustellen, wie sich Wertverläufe entwickeln. Und Herr Mühlbach hat es ja sehr, sehr schön gesagt, die Branche und die Welt hat sich sehr stark verändert. Das heißt, jetzt sind sehr, sehr viele Informationen verfügbar und wir sind genau auf der anderen Seite, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir eher Daten validieren müssen, weil es einfach zu viele davon gibt. Das heißt, auf welche Daten kann und muss man sich verlassen? Das ist eigentlich jetzt so zu unserer Hauptaufgabe geworden. Wir beliefern sehr, sehr viele verschiedene Kunden, auch damals natürlich noch im Printbereich, wie Herr Mühlbacher gesagt hat, mit Print begonnen, das heißt Printkataloge mit Tabellen zu erstellen und die zu vertreiben und sind jetzt dabei, diese Prozesse effizienter und effektiver zu machen. Das heißt, wir sehen jetzt einen großen Turnaround eben zur Automatisierung beziehungsweise Daten zu nutzen, um Prozesse zu optimieren und dadurch, dass unsere Kunden wirklich in verschiedenen Bereichen sind, vom Handel
bis zum Hersteller, der einfach wissen muss, wie verhalten sich denn Restwerte für seine eigenen Modelle, wie steht er denn zu den anderen, das heißt ein bestimmtes Benchmarking, also das, was Frau Teichert auch besprochen hat, es hängt sehr viel von den Gebrauchtpreisen ab und ich habe direkt als Hersteller eine bestimmte Aufgabe, mich auch um meine Gebrauchten zu kümmern, damit die Restwerte sich möglichst positiv für mich entwickeln. Dann haben wir natürlich auch alle anderen Player, die irgendwie mit diesem Bereich, in diesem Bereich mitspielen. Herr Mübes, der gleich auch zu Wort kommen wird, wird das Thema Finanzierung ansprechen. Das heißt Finanzierung, Leasing, Leasinggesellschaften, Versicherer, das sind unsere Kunden, die natürlich sich auch auf diese Daten verlassen müssen. Das heißt Risikominimierung, was auch Frau Zeichert angesprochen hatte, das sind genau die Themen, mit denen sich Lectura beschäftigt. Und ich freue mich darauf, dass wir zu diesem Thema noch einige weitere Informationen bekommen werden. Wie gesagt, vielen Dank nochmal dafür und jetzt möchte ich an Herrn Mübes übergeben. Ich glaube, Herr Mübes, Ihr... Den Ton einschalten, bitte. Herr Mübes, Sie müssen den Ton einschalten. So, sorry. Vielen Dank, Herr Thiel, vielen Dank, Frau Teichert. Guten Morgen an das Auditorium. Schön, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist ja schon mehrfach gefallen. Ich bin Gerhard Mübes. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr in der Immobilienfinanzierung in Deutschland aktiv, davon ungefähr 20 Jahre lang. In der Landmaschinenfinanzierung, über 10 Jahre angestellt bei 2 marktführenden Landmaschinenherstellern, da natürlich immer bei Financial Services. Also ich habe nie was mit der Hardware zu tun gehabt, sondern immer nur der Umsetzung der Endkundenfinanzierung und auch der Händlerfinanzierung. Und in den letzten 7 Jahren meines Angestellten-Daseins habe ich bei einer großen marktführenden deutschen Leasinggesellschaft einen sogenannten Leasing-Rollout gemacht, also die Finanzierung von Landmaschinen in 7 europäischen Ländern organisiert und das zu einem recht guten Erfolg geführt. Ungefähr seit 5 Jahren bin ich selbstständig, der Landwirtschaft natürlich nach wie vor extrem treu. Ich arbeite bei der DLG mit. Meine meisten Kunden sind im Landwirtschaftsbereich angesiedelt. Im Wesentlichen sind die Projekte so gelagert, dass man also optimiert, was den Vertrieb betrifft. Und natürlich innerhalb des Betriebes dann die Financial Services. Ich komme gleich nochmal ausführlicher drauf, dass man Markteinführungen macht, auch in fremden Märkten und dass man einfach Spezialthemen bedient. Also wie gehe ich mit Leasing um? Was ist überhaupt Miete? Wie kann ich Miete platzieren? Wie kann ich mich als Händler refinanzieren? Das sind ja wichtige Themen, die letztendlich Ausschlagsbasis sind dafür, was meinen späteren Erfolg begründet. Ja, ich habe eben von so einer Art Lernkurve gesprochen. Financial Services, als ich angefangen habe in dem Bereich, war das so ein notwendiges Übel. Man hat es halt gemacht, weil man es brauchte. Ne? Am liebsten wäre es einem gewesen, die Hausbank hätte alles finanziert. Aber naja, gut, wenn man es hat, dann verkauft man es halt mit. Dann haben die Hersteller subventioniert, in 10-2-Perioden noch runter auf 2-3%. Seit ein paar Jahren alles auf 0% runter. Und so verkauft sich natürlich wie geschnitten Brot zum Teil. Und man ist relativ gut absorbiert gegen den Wettbewerb. Macht sich deswegen über die Finanzierung auch keine Gedanken mehr. Es gibt da sicherlich einen Beitrag, den der Kunde leisten muss. Also der Kunde kriegt das nicht zu 0%, der zahlt schon was, aber den meisten ist das gar nicht so gegenwärtig. Und darüber hinaus kommen natürlich andere Spielarten, andere Finanzierungsprodukte immer mehr in den Vordergrund und die wurden eben sehr lange ignoriert, wie beispielsweise das Leasing, der Mietkauf. Also bis heute stelle ich fest in der Kundenberatung oder im Kundengespräch, dass kaum jemand weiß, was wirklich Mietkauf ist, aber verkaufen sollen das. Es ist ein bisschen schwierig. Also insofern sehe ich da gewissen Nachholbedarf, um einfach all diese Tools, die sehr wertvoll sind und die das unterstützen, was meine Vorredner Frau Teichert und Herr Thiel gesagt haben, unerlässlich eine saubere Datenbasis zu haben, auf der man dann kalkuliert, das zusammenzuführen. Ich denke, das ist wie ein Puzzle, in dem man die gesamten Bausteine nutzen muss, um wirklich ein erfolgreiches und schönes Bild gestalten kann. Das schöne Bild heißt dann guter und margenträchtiger Verkauf.
Gut, es ist wichtig, wie mache ich die Fremdsachfinanzierung? Setze ich weitere Dritte ein oder nehme ich nur die angestammte Hausbank, Herstellerbank oder sonstige Bank, mit der ich zusammenarbeite? Wertverlaufskurven, ich hatte es eben angesprochen, das ist wichtig. Wie bewerte ich die Objektmaschine, wie bewerte ich die Gebrauchtmaschine? Weiß ich überhaupt, dass mein Finanzierer Ahnung hat über Gebrauchtmaschinen? Das sind so Punkte. Wenn ich mir beispielsweise von einem marktführenden Hersteller, Entschuldigung, Finanzierer von Landmaschinen anschaue, dass der bei Telehändlern sagt, maximal 10 Jahre, einschließlich Lebensalter. Also, ich denke, da gibt es andere Lösungen. Und der Händler, der auf Gedeih und Verderb mit diesem Finanzierer zusammenarbeitet, braucht sich nicht zu wundern, dass die Dinger auf dem Hof stehen bleiben. Ja, also das ist jetzt nur mal ein schlagendes Beispiel dafür, dass man auf den Tellerrand erheblich erweitern muss oder einfach sich darüber Gedanken machen muss als Handelshaus, wie positioniere ich es richtig, wie habe ich die richtigen Tools und dann verkaufen sie sich diese Produkte auch. Jetzt habe ich einfach mal umrissen, was ich so als Grobthema beifügen kann oder einbringen kann in das heutige Gespräch. Ist eine ganze Menge. Ich würde das gerne zurückgeben. Nachdem Sie jetzt wissen, auf welche Themen ich mich sehr gerne heute fokussieren würde mit Ihnen. Wer ist das? Herr Mühlbacher. Nee, der Herr Leubel wäre Herr das. Leubel, Herr Leubel, sorry, Genau. Herr Leubel. Entschuldigung, Herr Leubel. Kein Ding. Vielen Dank, Herr Mübis, für die Worte. Ja, da will ich mich auch die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Guido Leubel und ich bin seit 2015 bei Dekra Automotive Solutions Germany tätig. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von der großen Dekra und ja, wie bei vielen Töchtern von Dekra beschäftigen wir uns mit gewissen Teilbereichen dieses großen Marktes, den es dort gibt, namens Automotive. Womit beschäftigen wir uns? Wir haben im Grunde genommen zwei Bereiche bei uns. Das ist einmal der Bereich Fleet Operations und Remarketing. Das heißt, wir sind hier an dieser Stelle Dienstleister für Hersteller und Importeure und deren Buyback-Geschäft. Also in erster Linie das Geschäft mit Autovermietern komplett abzuwickeln. Ja, warum machen die dieses Geschäft überhaupt? Dieses Massengeschäft, also die aktive Produktion von Gebrauchtwagen, weil letzten Endes ist es nichts anderes. Ich produziere über diese Autovermietergeschäfte in kurzer Zeit Jungwagen, die dann auch wieder zurückkommen, kann ich natürlich als ein Mittel nutzen, um meine Restwerte zu steuern. Das heißt, ich habe als Hersteller ein aktives Mittel, um die Menge der verfügbaren Ware im Markt zu steuern. Und diese ganzen Arbeiten, die dort herum zu tun sind, da sind wir eben ein Dienstleister, der das Ganze dann für Hersteller und Importeure abwickelt. Das heißt, wir kümmern uns im Grunde genommen von der ja, Zulassung auf den Autovermieter über die Rücknahme nach Vertragsende, die Begutachtung, die Schadenfeststellung. Das machen die Kollegen von uns vor Ort dann, schauen sich also diese Fahrzeuge an. Und nehmen diese Daten und bilden für die Hersteller dann einen Preis oder versuchen einen guten Preis zu finden und kümmern uns auch um den eigentlichen Weitervertrieb dann in die eigenen Händlernetze unserer Kunden. Das heißt, wir machen kein Endkundengeschäft, sondern wir vertreiben im Grunde genommen wieder im B2B-Bereich dann zu dem Autohändler, der dann letzten Endes diese Fahrzeuge dann an den Endkunden vertreibt. Der zweite Bereich, zu dem meine Abteilung gehört, ist der Bereich Network Performance. Hier haben wir im Grunde genommen alles gebündelt, was im weitestgehenden Sinne mit Unternehmensberatung zu tun hat. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, was haben diese beiden Bereiche überhaupt miteinander zu tun? Und das ist auf den ersten Blick ist das relativ wenig, aber tatsächlich auf den zweiten Blick ist es halt schon einfach notwendig, dass wir dem Fahrzeughändler, der diese Gebrauchtwagen dann letzten Endes wieder vermarkten möchte, dem müssen wir durchaus mit Unternehmensberatung helfen. Und deswegen gab es bei uns schon immer eine Gebrauchtwagenberatung. Und diese Abteilung Gebrauchtwagenberatung, die verantworte ich jetzt seit 2018. Und im Zuge dieser Tätigkeit gucken wir uns eben nicht nur den Pkw-Markt an, sondern wir sind auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, der LKWs und auch der Landmaschinen aktiv. Ja, und so schlägt sich dann der Bogen, weshalb ich dann das Vergnügen habe, heute hier in dieser Runde sitzen zu dürfen.
Herr Leubel, ganz kurz dazu. Sie sagen ja, Sie kommen aus dem Pkw-Bereich. Und das ist ja genau der Bogen, den ich versucht habe zu schlagen vorhin. Dass, wie gesagt, aus dem Bereich ist ganz, ganz viel an Professionalisierung passiert, was wir jetzt für den Bereich Landmaschinen übertragen können. Was sind denn Ihre Erfahrungen darin? Was sind denn so allgemeingültige Mechanismen? Oder was ist letztendlich aus Ihrer Sicht passiert? Und warum können wir vieles auf den Bereich Bau- und Landmaschinen übertragen? Ja, da muss ich tatsächlich mal so einen kleinen Blick in die Historie werfen, weil wir haben irgendwann mal angefangen mit einem Beratungsprojekt für ECHO und haben eigentlich den Landmaschinenbereich kennengelernt. Und dabei haben wir festgestellt, dass speziell im Bereich der Gebrauchtmaschinen die Sichtweise bei vielen Landmaschinenhändlern auf die Gebrauchtmaschine eigentlich die gleiche war wie vor, sag mal, ungefähr 20, 30 Jahren, das im Gebrauchtwagenbereich der Fall war. Also im Grunde genommen, die Gebrauchtmaschine ist ein lästiges Anhängsel des Neumaschinengeschäfts. Man muss es halt machen. Es ist ein notwendiges Übel. Und diese Situation haben wir eigentlich Anfang der 90er Jahre im Gebrauchtwagenhandel genauso gehabt. Das heißt, die Höfe bei den Autohändlern haben vollgestanden. Wir haben lange Standzeiten gehabt. Und man muss sich jetzt mal in die Zeit zurückversetzen. Damals haben sie die Bestände auch noch mit 12% verzinst. Also das war ein wahnsinnig teures Geschäft und dementsprechend haben die Händler in diesem Bereich überall rote Zahlen geschrieben. Dann haben wir, der Glücksfall kam, es kam der Mauerfall und auf einmal traf dieses riesige Angebot, was im Westen vorhanden war, auf eine riesige Nachfrage im Osten. Und da kann man natürlich sagen, okay, nochmal Glück gehabt, aber spätestens mit diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass da irgendwas passieren muss, weil die Entwicklung, dass die Erlöse im Neuwagenbereich immer geringer wurde, die war damals schon abzusehen und man konnte also jetzt das Gebrauchtmaschinen- oder das Gebrauchtwagengeschäft nicht weiter so laufen lassen, weil es war klar, dass die Erlöse aus dem Neuwagenbereich die Verluste im Gebrauchtwagenbereich nicht dauerhaft werden kompensieren können. Und da hat im Grunde genommen spätestens an der Stelle so ein Umdenken in der Branche stattgefunden, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier etwas tun, um auch mit den Gebrauchtwagen Geld zu verdienen. Dazu kam dann noch, wir reden ja im Gebrauchtwagenbereich, reden wir über Endkundengeschäft. Das heißt, hier kam das Thema Änderung des Gesetzes zur Sachmängelhaftung kam noch dazu. Das heißt, die Spielregeln, die der Gesetzgeber für die Autohändler gesetzt hat, was das Thema Qualität betrifft, die wurden deutlich zugunsten des Verbrauchers verändert. Und dementsprechend musste halt auch das Gebrauchtwagenangebot einfach qualitativ besser werden, weil gekauft wie gesehen und Probe gefahren, das funktionierte dann auf einmal nicht mehr. Und dementsprechend war das ein wirtschaftlich erhebliches Risiko, wenn ich mir eine Gebrauchtwagenentzahlungnahme nicht vernünftig angesehen habe, technisch korrekt bewertet habe, weil die Beweislastumkehr, die hat im Zweifelsfall dafür gesorgt, dass der Autohändler für alle Schäden aufkommen musste, die im Nachgang in diesem Fahrzeug aufgetreten sind. Und das zwang die Betriebe im Grunde genommen dazu, sich in dem Thema Prozesse bei Hereinnahme, Aufbereitung und Instandsetzung einfach deutlich zu verbessern, weil sonst die Gefahr einfach viel zu groß war, dass ich mir etwas in Zahlung genommen habe, was ich hinterher nur noch mit sehr, sehr großen Verlusten weiterverkaufen konnte. Und dadurch hat sich natürlich auch in der Sichtweise der Kunden, hat sich dieser risikoreiche Gebrauchtwagenkauf, der es früher war, hat sich so ein Stück weit zum Qualitätsprodukt gewandelt. Dann der nächste große Umbruch war nochmal das Aufkommen der Börsen wie mobile.de oder Autoscout24, weil jetzt auf einmal war mein Angebot total transparent. Die Preise waren absolut vergleichbar für die Kunden. Auf der anderen Seite eröffnet es aber auch einfach ganz viele neue Kundenkreise über das Umfeld des eigenen Autohauses hinaus. Und diese Situation gab es halt vorher nicht. Ich habe in meinem Umfeld habe ich meine Gebrauchtwagen verkauft und jetzt auf einmal konnte ich auch in München sitzen und ein Auto nach Flensburg verkaufen. Aber wie gesagt, der Preis ist halt sehr transparent gewesen. Und das hat jetzt zu der Situation geführt, dass wir tendenziell eher jüngere Gebrauchtwagen hatten, die natürlich teurer im Einkauf sind, um einfach das technische Risiko zu minimieren.
aber eben durch die Preistransparenz, durch die Gebrauchtwagenbörsen, konnte ich natürlich auch nicht die Verkaufspreise plötzlich ins Unendliche erheben, auch wenn vielleicht mein lokaler Markt es hergegeben hat, aber ich würde ja nicht mehr auf Seite 1 bei Mobile erscheinen und dann sieht mich ja keiner mehr. Das heißt, es wurden ganz klare Prozesse aufgesetzt, was das Thema der technischen Begutachtung betrifft. Dazu kam dann eben auch noch das von Herstellerseite, die sogenannten Gebrauchtwagen-Label dazu kamen. Das heißt, man hat gesagt, ich habe hier ein Qualitätsprodukt, Gebrauchtwagen, das ist in einer bestimmten Art und Weise technisch geprüft. Das hat man zusätzlich eingeführt. Aber das Wichtigste ist halt neben der technischen Begutachtung, dass ich wirklich eine ganz saubere Top-Down-Kalkulation mache, wo ich auch alle Verkaufsnebenkosten mit einpreise. Das heißt, ich kann heute eigentlich zu einem vernünftigen Preis einen Gebrauchtwagen nur dann noch mit Gewinn verkaufen, wenn ich wirklich mir nicht selber in die Tasche lüge, sondern wirklich eine saubere Kalkulation mache, die natürlich sich an den marktgerechten Verkaufspreis orientiert, aber eben auch einen marktgerechten Inzahlungnahmepreis voraussetzt. Also wenn ich das Neuwagengeschäft oder das Neumaschinengeschäft, und hier wird es eben übertragbar, wenn ich das nur noch als Anhängsel des Neumaschinengeschäftes sehe, dann werde ich immer das Problem haben, dass die Tendenz dazu ist, dass ich die Gebrauchtmaschine überzahle, um eben die Neumaschine zu verkaufen. Und dann kann ich eigentlich nur noch Geld verbrennen, weil wenn ich es eben mal fair rechne, ohne mir selbst in die Tasche zu lügen, werde ich halt sehr schnell feststellen, dass ich halt gar keinen marktgerechten Inzahlungnahmepreis gezahlt habe und damit natürlich irgendwo Geld dabei tue. Heißt, letztendlich geht es auch da wieder um eine Datenbasis, was wir vorhin gesagt haben, um eine Transparenz auch zu schaffen, welche Kosten gehören eigentlich in den neuen und welche gehören in den Gebrauchtwagen- oder Gebrauchtmaschinenbereich. Ja. Jetzt haben wir ja einen so einen Datenexperten da, Herr Thiel. Passt das oder wo sehen Sie im Moment die größten Probleme im Gebrauchtmaschinenhandel? Frau Raunzeichert, genauso wie was Sie sagen, auch was Herr Leubel gesagt hat, das Problem fängt eigentlich beim Einkauf an. Also der Trade-in, das ist so das Gefährlichste eigentlich im Moment, wo die meisten Fehler passieren können und auch wo die meisten Fehler passieren. Ich würde vielleicht primär noch sagen, man sollte sich ja bestimmte Fakten vor Augen halten. Das heißt, einerseits der Gebrauchtmarkt ist halt einfach viel größer. Ja, als der neue Markt. Das heißt, von der Menge her der Maschinen, die verfügbar sind. Und gleichzeitig auch diese Chance, die wirklich besteht dadurch, dass ich jetzt nicht nur in meinem Umfeld, genau was Herr Leubel gesagt hatte, verkaufen muss oder darf, sondern mir im Prinzip die Welt offen steht. Und zuletzt würde ich gerne sagen, das Wort Transparenz wird oftmals in diesem Zusammenhang als was Negatives immer erwähnt. Und ich meine jetzt nicht in unserer Runde, aber generell, ich glaube, Transparenz ist das Wichtigste, was wir eigentlich haben. Das ist auch das, worum wir uns bemühen, jetzt seit über 35 Jahren. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte bei einer Online-Vermarktung. Also wieder, was Herr Mühlbacher gesagt hatte, man informiert sich online, man sucht online und umso transparenter ich bin, desto mehr Vertrauen schaffe ich. Und das ist natürlich für jegliches Online-Geschäft das Wichtigste. Beim Trading allgemein, bei Datenerfassung, ist es am wichtigsten, dass ich bestimmte Prozesse habe, dass ich standardisierte Prozesse habe. Weil was ich am Ende machen muss, ist, ich muss Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Und das ist jetzt nicht nur beim Kalkulationsprozess, sondern auch wie bei unseren Freunden von der DEKRA, die Inspektion. Ich muss wirklich die gleichen Prozesse durchfahren, damit ich dann wirklich am Ende eine saubere Datenbasis habe, die ich auch miteinander vergleichen kann. Und Sie hatten das, Frau Teichert, auch vorher schon erwähnt, es gibt normalerweise nur einen Menschen, der sich damit auskennt, in Anführungszeichen, in den Unternehmen. Und ich glaube, die Zeit einfach für
Bleistift, Fax und Bauchgefühl, das ist vorbei. Ja? Also das sollte keine Rolle mehr spielen, sondern man muss die Erfahrung der Mitarbeiter nutzen, um die weiterzugeben, damit man diese Prozesse eben weitergeben kann und die für mein Unternehmen standardisieren kann. Das ist das Wichtigste, dass ich wirklich alles in einem strukturierten Format habe, weil wenn ich natürlich nicht 5 Maschinen im Jahr verkaufe, sondern 50 oder 500, dann verliert man da leicht den Überblick. Und damit man das auch relativ personenneutral behandeln kann, muss jeder, der sich dann diese Daten ansieht und mit denen arbeiten soll, verstehen, was er sieht. Genau, ich würde letztendlich sogar noch einen Schritt weitergehen. Transparenz ist ja auch das, was ich meiner Geschäftsführung nachher auf den Tisch legen muss und womit ich rechtfertigen muss, dass ich Kosten habe, dass ich noch Mitarbeiter einstellen möchte, etc. Das heißt, ich muss auch meine KPIs im Griff behalten und auch dazu tragen ja die Daten am Ende bei. Ne? Also klar, auf der einen Seite muss ich erstmal richtig bewerten, um am Ende Gewinne machen zu können, aber ich muss diese Gewinne auch nachweisen können. Und deswegen versuche ich diese KPIs im Griff zu behalten, ob das jetzt, wie gesagt, Standzeiten sind, ob das Gewinne sind, Verluste sind, wo habe ich investiert nochmal in den Gebrauchten und so weiter und so fort. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Prozesse. Das heißt, ich bekomme einen Gebrauchten rein. Da muss ich erstmal schauen, wofür oder wie will ich den weitervermarkten? Welche Verwendungsentscheidung treffe ich? Schiebe ich den einfach so weiter? Oder wird der aufbereitet oder wird der zum Premium-Produkt am Ende gemacht? Das heißt, da habe ich ja immer diese Dreiteilung auch. Da finde ich ganz, ganz spannend. Thomas, da hatten wir, wann war es, vor 2 oder 3 Wochen ja auch nochmal gesprochen, im Thema Vermarktung. Wir haben die Möglichkeit, das online zu machen und das ist auch ein ganz, ganz großer Segen, dass wir viel mehr Publikum erreichen können. Aber es gibt ja doch tatsächlich ganz, ganz viele Fallstricke auch, in die man rutschen kann, respektive es gibt Spielregeln. Du hast es ganz, ganz am Anfang angesprochen in deiner Vorstellung. Es ist ganz toll, diese Online-Börsen zu haben, über die wir die Vermarktung machen können und viel, viel mehr Publikum erreichen können. Aber wir müssen uns an bestimmte Spielregeln halten. Und jetzt habe ich da so einen gebrauchten, der beispielsweise ins Premium-Segment soll, der wird nicht weitergeschoben, der ist dazu da, mir tatsächlich meine Gewinne zu sichern, der ist auch dazu da, mein Image meiner Marke zu stärken. Wir haben uns unterhalten damals, aber was sind denn tatsächlich die Spielregeln? Was kann ich bei Verkaufsanzeigen richtig machen oder respektive, wo werden im Moment noch viele Fehler gemacht, die man einfach verhindern, vermeiden kann, um letztendlich das beste Ergebnis zu erreichen? Das Spannende daran ist, dass diese Fehler eigentlich seit 20 Jahren gemacht werden. Also es ist gar nichts ganz Kompliziertes, was man dabei beachten muss. Wir haben dazu sogar schon ein Landwirt.com-Training gemacht, die 10 Gebote in der Gebrauchtmaschinenvermarktung. Das kann man auch nachschauen. Aber in Wahrheit sind es so banale Dinge wie sich bei den Fotos zu wenig Zeit nehmen, die Fotos nicht vor eine schöne Halle mit einer schön beschrifteten, mit einem schönen Hintergrund zu positionieren, nicht die Detailfotos wahrheitsgetreu darzustellen. Fotos zu bearbeiten finden wir gar nicht gut, weil wir einfach glauben, erzähl die Wahrheit, beschreib die Maschine so, wie sie ist. Wenn sie nicht aufbereitet ist, dann ist sie nicht aufbereitet, weil es ist auch eine nicht aufbereitete Maschine. Kann eine spannende sein, wenn man einen günstigen Käufer, der sehr geschickt ist, finden will. Ja, aber auch da bitte wahrheitsgetreu beschreiben, die Beschreibung möglichst umfangreich, möglichst vieles über die Maschine zu wissen und das auch darzustellen, viele Fotos zu verwenden, Videos zu machen, wenn's möglich ist, weil das ist definitiv inzwischen mit einem Smartphone extrem einfach geworden. Also es gibt keine Ausrede für kein Video, weil das jedes normale Telefon kann inzwischen sehr, sehr gute Videos machen. Bei uns gibt es ja Funktionen, wo man das sehr, sehr leicht online stellen kann und sich auch Gedanken machen, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der nicht in den 10 Geboten ist, wohin passt die Maschine überhaupt? Passt die Maschine in einen Markt wie Österreich oder passt sie doch besser in einem internationalen Umfeld, weil sie einfach zu groß für uns ist?
Und da gibt es wirklich Player. Es gibt ja nicht nur uns am Markt, leider Gottes, das würden wir uns ja wünschen. Aber es gibt viele, viele Player und jeder hat seine Stärken und Schwächen in verschiedenen Märkten. Und da ist wirklich der Gedanke, wohin gehört die Maschine? Und dann überlege ich mir wirklich, was investiere ich für diese Maschine, um die möglichst schnell wieder vom Hof zu kriegen. Und da gibt es ganz viele Verkaufswerkzeuge, die alle inzwischen anbieten, nicht nur wir. Und damit sollte man sich einfach beschäftigen. Nur Maschine online stellen und zu hoffen, dass der Käufer kommt, ist inzwischen zu wenig, weil es gibt einfach ganz viele Maschinen im Angebot in Europa. Das ist total lustig, wenn du sagst, seit 20 Jahren sind es dieselben Themen. Genau das habe ich auch. Ich habe auch schon vor 15 Jahren Schulungen zu dem Thema gehalten und am Ende muss ich sie heute noch genauso halten. Absolut. So ist es. So schnell ändert auch die Digitalisierung sich nicht. Und es ist, ich sage immer relativ einfach, der Fleißige wird belohnt. Der sich mehr Gedanken um sein Inventar macht, der hat mehr Erfolg. Und das kann ich nachweisen. Also ich kann da ganz viele Konten anschauen, die einfach die beste Datenqualität hat. Die haben die meisten Anfragen. Ja, das hat sich bei mir auch bewahrheitet. Wann immer wir einen Kunden beraten haben und wann immer wir angefangen haben, die Online-Anzeigen ein bisschen professioneller zu gestalten, das hatte immer dann sofort auch mehr Nachfrage nach sich gezogen. Und man macht das ja, wenn man sich einmal damit beschäftigt, man macht das für alle Portale. Also wenn man einmal Datenqualität hebt, hebt man es überall. Das darf man nicht vergessen. Man hebt es nicht nur bei uns, man hebt es überall. Also die Beschäftigung damit macht absolut Sinn. Ja, absolut, sehe ich genauso. Das heißt, nicht nur die Daten in der Entzahlungnahme, sondern auch das Datenmaterial hinterher. Genau. Was noch wichtig ist, der falsche Preis, die falsche Bewertung, der falsche Einkauf. Wenn die Punkte vorher nicht richtig erfüllt sind, dann können wir keine Wunder wirken. Wir können keine Maschinen vermarkten, die einfach wesentlich überteuert sind. Richtig. Was macht eigentlich die Finanzierung in so einem Moment, Herr Mübes, wenn jetzt das Ganze überteuert ist oder letztendlich aus welchem Grund auch immer finanziert werden soll? Was muss denn der Kunde da beachten oder was muss auch der Händler beachten? Ja, danke für die Frage, weil sie die Kernfrage generell ist. Das Ganze fängt ja letztendlich an mit der mangelnden Kenntnis des Händlers über den Stellenwert der Finanzierung. Das heißt, die Maschine wird dadurch letztendlich falsch angeboten, mit falscher Erwartung an den Zahlungsplan, mit falscher Erwartung an mögliche An- oder Sonderzahlungen und an den Restwert. Das heißt, es funktioniert nicht, das marschiert am Markt vorbei und der Händler wundert sich, dass die Maschine zu der Konstellation nicht abgenommen wird. Was leite ich daraus ab? Der Händler muss sich einfach viel mehr Gedanken über den Stellenwert der Finanzierung machen, was die Finanzierung erfordert, auch an korrekter Einschätzung der Maschine, um entsprechend mitspielen zu können. Wir können keine Luft finanzieren, das ist schlichtweg unmöglich. Wenn aber es verlangt wird, Luft zu finanzieren, wird es problematisch oder die Kundenbonität schlägt durch. Und da beißt sich oftmals schon die Katze in den Schwanz. Das heißt, Forderung Nummer eins aus meiner Sicht ist, dass der Stellenwert der Finanzierung ein anderer wird. Im Augenblick ist es noch so, ich habe es auch eingehend gesagt, der Händler verlässt sich in der Regel auf die Haus- und Hof-Finanzierungsgesellschaft, sprich auf die Herstellerfinanzierungsgesellschaft. Und die sagt, per Order Mufti oder warum auch immer, bei 15 Jahren ist Schluss, also beispielsweise Lebensalter der Maschine plus maximale Finanzierungsdauer. Kann sein, dass das richtig ist, aber ist das willkürlich? Ich kenne Maschinen, die sind 20 Jahre alt und die sind super. Und für die kann man richtig Geld erzielen. Das kann man auch machen. Insofern verbietet sich so eine statische Betrachtung. Das heißt, der Händler möge bitte über seinen Tellerrand gucken und gucken, wer bietet auch anderes an. Dass man von vornherein zu einer anderen, dann möglicherweise unabhängigen Gesellschaft geht und dort sagt, bitte, schaut euch mal die 18 Jahre alte Maschine an, die aber nur 3.500 Stunden hat. Und das kann ein wunderbares Ergebnis ergeben. Und entscheidend ist auch sein, wie wird angeboten? Wie bietet der Verkäufer an? Ich habe ab und zu Anfragen bekommen aus großen Handelshäusern, mach mal ein Angebot da und dafür. Zum Teil richtig schön risikobehaftet, ein Objekt, was 400.000 Euro kostet. Das bietet nicht einfach auf ein Stück Papier an. Da rede ich mit dem Kunden. Das wurde hingeschickt, der Kunde hat das nicht verstanden. Da steht ja gar kein Zinssatz drauf. Mache ich nicht. Völlig vergessend, ich habe ein paar Mal drum gebeten, darf ich das dem Kunden bitte erläutern? Nee, ist nicht nötig, das mache ich schon. Vergessen, dass bei Leasing kein Zinssatz ausgewiesen wird oder beim Mietkauf.
Ja, mein Gott, ich frage meinen Vermieter meiner Wohnung auch nicht, wie viel Zinsen kostet das? Also es wird einfach, es werden grundsätzliche Fehler gemacht und die werden immer wieder aufs Neue gemacht. Das Ende vom Lied war, der hat sich eine andere Maschine beim Wettbewerber gekauft. Ja, gut, 400.000 Euro, ich denke, das ist ein Schluck aus der Pulle, eindeutig. Und wichtig ist, ich habe es indirekt eben schon gesagt, auch offen sein für andere Finanzierungsprodukte, die wirklich flexibel mit dem Objekt umgehen. Die sagen, okay, die Wertverzehrkurve nach dem Input durch Sie, Frau Teichert, durch Herrn Thiel, durch Herrn Leubel, ist die und die. Die steht in 5 Jahren da und dort bei deren der Nutzungsannahme. Und in 10 Jahren ist die so und so viel wert, hat dem den Restwert. Das kann man doch perfekt darauf abbilden, dass der einen Ratenplan hat, den er auch bedienen kann und nicht jeden Monat vor einem Berg von Verbindlichkeiten steht, die er bedienen muss, nur um seinen teuren Feldhexer beispielsweise zu bezahlen. Das ist wichtig, dass man das flexibel macht und dass man auch die Möglichkeit hat, falls während der Dauer der Laufzeit etwas eintrifft, dass man die Maschine auch adäquat ohne Verlust weitervermarkten kann. Das ist doch wichtig. Das sind die Maximen, die man braucht. Und das sind Dinge, die muss der Händler lernen. Und darüber hinaus hat er dadurch auch die Möglichkeit, noch selber Geld durch die Finanzierung zu verdienen, indem er selber reinhängt, direkt mit der Leasinggesellschaft spricht beispielsweise. Warum will das nur als Tipp weitergeben gemacht? Kann man weitergeben? Und ich behaupte, nach dem, was ich bei manchen Händlern beobachtet habe, daraus kann man ein, wenn nicht sogar zwei Mitarbeiter in der Gebrauchtabteilung bezahlen. Aus diesen Provisionen, die ich erzielen kann, die sonst ausschließlich bei der Finanzierungsgesellschaft bleiben. Die sind einfach schlicht mit eingepreist. Ja, also man kann da schon einiges tun und wichtig ist auch für den Händler, wie kauft er die Objekte ein? Wie ist die Lagerbestandsfinanzierung? Hat er die bei einem typisch großen deutschen Anbieter mit einem günstigen Zinssatz, aber anschließend mit einem Knebelvertrag, Mindestquote Retail Financing, also Absatzfinanzierung muss das und das sein? Das kann nicht funktionieren. Dann redet man zwar über den Zinssatz, dass der gut ist, aber dass ein guter Zinssatz Makulatur ist. Wird schnell übersehen. Ich kann auch einen Zinssatz von 2% bieten, aber habe dann so einen Gebührenkatalog dahinter, der das sehr schnell wieder einsammelt und relativiert. Das waren jetzt nur drei Stichworte, die ich sehr gerne noch weiter referieren und ausdehnen kann, die beachtet werden müssen. Natürlich kann ich auch eine überteuerte Maschine anbieten, natürlich kauft sie auch ein Kunde, aber letztendlich habe ich da vieles falsch gemacht und arbeite nach dem Zufallsprinzip. Und genau das wollen wir ja vermeiden, wenn wir unseren Kolleginnen und Auditoren zuhören wollen. Also das klingt jetzt für mich tatsächlich so, als sei es schlussendlich relativ einfach, zumindest wenn man sich damit auskennt, Ja. was wir bei Ihnen mal voraussetzen, eine gute Finanzierung zu bekommen. Ja. Warum aber scheuen sich dann immer noch so viele Finanzierungsgesellschaften davor, auch mal eine ältere Maschine zu finanzieren? Weil das ist Ja, auch das ist. das Thema, das ich immer wieder sehe. Ja, das ist also, das sind zweierlei. Das ist einfach die immer noch fehlende Erkenntnis, hey, Finanzierung ist das A und O. Ich kann machen, was ich will. Die Maschine kann noch so super sein, wenn ich sie nicht auf den Boden kriege, sprich an den Kunden kriege. Das ist nun mal die Finanzierung bei einem Objekt, das teurer ist als ein Einfamilienhaus. Dann habe ich verloren. Dann passiert gar nichts. Auch wenn ein Ausländer nachfragt, dann muss ich eine gute Lösung bieten. Und nicht sagen, ja, bring mal das und das mit, dann kriegst du die Maschine. Und die muss bezahlt sein, bevor du sie kriegst. Da kann man auch mit einer ausländischen Gesellschaft, die mit Deutschland zusammenarbeitet, agieren. Das habe ich jahrelang gemacht, indem ich in 9 Ländern das getan habe. Also es ist machbar und es ist gut machbar. Und der Punkt zwei, warum machen das große Gesellschaften nicht? Das ist zum Teil auch, ja, was heißt, Risiko sind Risikokosten. Man will auf der einen Seite günstig anbieten und will sich's einfach machen. Man will Geschäft nach dem Schema F machen, ohne da jetzt irgendwo despektierlich formulieren zu wollen. Alles, was von dieser Norm abweicht, ist lästig. Das heißt, möglichst viele Neumaschinen, die purzeln vom Band und purzeln auch vom Finanzierungsband mit der subventionierten Finanzierung, wenn das so leidlich passt, wunderbar. Darauf sind die Abläufe abgestimmt. Jetzt kommt etwas, das ist ein Fremdprodukt, also Ally nennt man das. Beispielsweise wäre ein Nachläufer, ein Anhänger beispielsweise von einem anderen Hersteller, der wird schon anders behandelt. Da muss man gucken, was für eine Bonität ist das? Ist das ein X oder ist es ein Y? Und dann kommen die Gebrauchten. Und ein Mähdrescher, der 15 Jahre alt ist, das riecht schon für so manchen. Und wenn es der 20, dann müffelt es richtig. Ohne drauf zu gucken, wie ist der eingesetzt worden? Ne? Ich habe einen Kunden früher gehabt, der hat die als Labordrescher gebraucht. Die Dinger, die waren 20 Jahre alt. Ich behaupte als Laie, die waren so gut wie neu. Die wurden jedes Jahr auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Das Alter sagt nichts. Aber die Gesellschaften machten es sich einfach, wehren mit hohen Preisen ab.
Das kann passieren, dass man sagt, das kostet bei uns so und so viel, geh lieber zu deiner Hausbank, da kriegst du es für die Hälfte. Oder es fehlt einfach die Expertise im Haus, dass man sagt, dass man Ihnen und Ihren Expertenkolleginnen und Kollegen einfach mal eine Woche lang zuhört und diese geballte Kenntnis umsetzt und verarbeitet und hinterlegt, dann weiß man sehr viel. Und dann kann man auch das schwierigste Tool zu einem leichten Tool machen und sagen, okay, unsere Treffsicherheit hat sich um so und so viel Prozent, um einen sehr hohen Prozentsatz erhöht. Und das ist ungefährlich. Wir können die Risikokosten senken und haben auch Spaß daran. Ich habe früher in den USA mal ein Seminar gehalten. Da war ich noch bei einem sehr, sehr großen Landmaschinenhersteller beschäftigt. Da ging es um Used and Allied, wie man also Margen verbessern kann, wenn man das intelligent finanziert. Es geht wirklich. Man muss sie halt nur reinhängen und sagen, hey, ich will die Produkte. Und das ist das Beste für die Kundenbindung. Und bei Neuprodukten, da kriegen sie 0% fast überall. Ich habe jetzt keinen aktuellen Check im Markt gemacht, aber das ist nicht das Thema. Es unterscheidet sich letztendlich in einem Servicing und wie behandle ich den Kunden bei den abgeleiteten oder bei den Gebrauchprodukten. Das bindet Treue, ne? Und ich denke, Finanzierung ist leicht, wenn man sich die Mühe macht, sich mit Experten zusammensetzen, im Wesentlichen mit Ihnen, Herrn Thiel, Herrn Leubel und meinetwegen auch gar mit mir, dass man Finanzierung einfach mal griffig macht. Ich habe eingangs gesagt, keiner kennt Mietkauf. Viele kennen Mietkauf nicht. Ne? Die halten das für so ein Try-and-Buy-Modell. Ne? Erst probiert er, dann kauft er. Ja, Pustekuchen. Das ist eine Analogon zum Kredit. Wird genauso verbucht. Weiß keiner, interessiert keinen, kann deswegen auch nicht mit umgehen. Auch wenn der Kunde Mietkauf will, kann er nicht anbieten. Ne? Ein Kunde weniger. Und das kann man lernen. Das heißt, ein bisschen weg von der Technik oder die Technik sicherlich im Kopf haben, wissen darum, dass es andere Tools gibt, die genauso wichtig sind. Das ist meine Antwort darauf. Dann hat es aber auch relativ viel, hoffe ich, denke ich zumindest, damit zu tun, ob ich meinen Restwert sauber prognostizieren kann, oder am Ende des Tages, weil wenn ich doch relativ genau meine Abwertungskurven kenne, und das Ja. können wir ja kennen, wenn wir vernünftiges Datenmaterial dahinter haben, dann können wir gut prognostizieren, dann ist doch das Risiko relativ gering. Das ist eindeutig gering und man macht auch immer noch einen Sicherheitenabschlag, der durch irgendwelche Imponderabilien zutage treten kann. Es können Marktverschiebungen sein, es kann Behandlung der Maschine sein, es kann was auch immer sein. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Man wird auch nie aggressiv nach 10 Jahren 50% annehmen. Ich persönlich, wenn ich eine normale Maschine habe, die sich im normal fungiblen Bereich bewegt, schlage ich nach 60 Monaten 20, 25% vor. Das ist ultra konservativ und ich behaupte mal, ohne so tief drin zu gucken, reinzugucken wie Sie, dass das immer auf der sicheren Seite ist. Das geht einfach nur darum, dass man den Ratendienst während der Laufzeit ein bisschen moderater gestaltet und nicht große Berge aufbaut. Denn auch selbst der Mittelklasse-Traktor unter 100.000 Euro mit ein paar Anbauteilen gibt es nicht mehr. Und das ist ein Haufen Geld. Das muss man ganz klar realisieren. Ich denke, man hat da zum Teil auch fast schon die Realisation verloren. Ne? Und 100.000 intelligent finanziert ergeben mindestens einen Kleinwagen als Differenz. Ja, definitiv, klar. Ja, und so soll man rangehen. Und das ist die beste Form der Kundenbindung. Ja, wenn man selbst aktiv bei der Finanzierung mit drin ist und nicht zu vergessen, man kann auch noch Geld dabei verdienen. Ich finde es gerade hoch, hoch spannend, weil da auch Themen dabei sind, die ich natürlich noch nicht so im Detail kenne, weil ich kenne es natürlich von der Restwertprognose einfach daraus, wie ich mit meinen Daten umgehe, etc. Deshalb kurze Frage, Thomas, haben wir Wortmeldungen, haben wir Fragen im Moment zu dem Thema oder auch von vorher? Nicht, dass wir uns jetzt hier wieder in alle Sphären reden und am Ende die Das Fragen nicht aufnehmen. ist genau das, was wir vergessen haben. Wir haben eigentlich noch nicht das Publikum gefragt und gesagt, bitte aufzeigen, gibt es Fragen, wer möchte eine Frage stellen? Also bitte, jetzt ist echt das Publikum dabei und ich habe auch eine Frage bekommen vom Dirk, ich sehe ich nicht ganz genau. Wie auch heute hier besprochen, werden Gebrauchtfahrzeuge von den Leasingfirmen skeptisch angesehen, obwohl hier laut Herrn Möbes auch für die Leasingfirmen ein gutes Geschäft drinnen ist. Ich bemerke eine noch viel größere Skepsis bei stationären Maschinen. Wie wird sich dieser Bereich und der Markt entwickeln? Also stationäre Maschinen, die wirklich also nicht mobil sind, so wie Traktoren. Herr Möbes.
Ja, diese zweite Teilfrage schnell beantwortet. Ein Gut muss mobil sein, damit eine klassische Immobilienleasinggesellschaft rangeht. Wir haben die Problematik gerade bei Biogasanlagen. Gibt es stationäre und mobile. Der stationäre Teil kann nicht über Leasing abgebildet werden. Ich mache es mal kurz. Es mag Ausnahmen geben für Kompressoren und so weiter und so fort, aber grundsätzlich ist das ein Fall für die Hausbank oder für eine sonstige Förderbank. Die Leasinggesellschaften tun sich schwer mit Gebrauchten, weil sie zu wenig Ahnung haben. Komme ich wieder darauf zurück. Die kriegen einen riesen Schreck, wenn sie einen 10 Jahre alten Traktor hören, der dann auch noch 2 Stunden, 1.000 Stunden gelaufen hat und ein halbes Jahr gestanden hat, was gar nichts heißt. Da gehört halt ein guter Verkäufer dazu, also auch der Finanzberater gehört dazu, der ganz klar erklärt, die Objektbonität ist diese. Es gibt da vom A bis Z das komplette Spektrum. Es ist ein Unterschied, ob ich einen, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, einen russischen Traktor anbiete oder einen urdeutschen. Da gibt es qualitative Unterschiede, natürlich auch im Wertverlauf. Und das muss ich mir angucken. Und wenn Sie einen guten Leasingberater haben, der sein Handwerk versteht und nicht auf allen Hochzeiten meint, tanzen zu müssen, wird er für Sie auch eine adäquate Finanzierung abbilden können über Leasing. Ich würde vielleicht ganz gern, Entschuldigung, eine Sache hinzufügen. Was wir sehen, ist, dass sich dieses Thema bessert. Also wir sehen, dass der Zugang von Commodity, ich habe hier 100 Tonnen Traktoren, dass man da wirklich sich jetzt vermehrt auf die Einzelobjekte fokussiert. Also das heißt, dass wir sehen da auch bei den großen Leasinggesellschaften ein bestimmtes Bemühen, da nach vorne zu kommen, teils freiwillig, teils regulatorisch. Aber auf der anderen Seite sieht man da schon, dass sich das verbessert und wir sehen in Zukunft, was jetzt wieder so ein Buzzword ist mit Telemetrie, dass man wirklich genauere Informationen über die Maschine, über den Maschinengebrauch sammeln möchte zumindest. Man weiß noch nicht ganz wie, aber das ist auf jeden Fall mal ein Schritt zu einem Fokus auf das Einzelobjekt, wo dann alles, was Herr Möbis gesagt hat, dann möglich sein sollte. Super. Ich werde jetzt schnell versuchen, einen User aus dem Publikum Sprecherlaubnis zu geben, den Stefan Geiler, der aufgezeigt hat, und um seine Frage bitten. Funktioniert das, Stefan? Ja, müsste gehen. Funktioniert, ja. Ja, sehr interessant. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich trotzdem sehr viel richtig machen. Mich würde das Thema Gebrauchtmaschinenversicherung, also so eine Vollkaskoversicherung, interessieren. Vielleicht können wir da auch was Statements haben, bitte. Danke. Danke, Stefan. Wer kann das beantworten? Ich würde vielleicht etwas allgemeiner das Thema angeht. Wir sehen auch, dass das Handling von Daten sich bei Versicherern sich verbessert, denn das war ganz bestimmt nicht auf der Spitze. Aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Vertrag in über 16 Ländern mit der UNIQA gefasst und wir sehen, dass auch dort Daten eingesetzt werden und jetzt nicht nur mit Listenpreisen kalkuliert wird, sondern auch mit Current Cash Values an die Sache rangegangen wird. Und ich glaube auch da, dass da Versicherer etwas individueller und dynamischer werden möchten zumindest. Es sind bestimmt nicht alle, aber zumindest sehen wir ein paar Lichtblicke. Und ich glaube, dass auch das Thema Gebrauchtmaschinenversicherung einfacher werden sollte. Ich kann dazu auch ganz kurz sagen, mir schwebt das auch schon lange im Kopf herum, so eine Versicherungslösung für Gebrauchtmaschinen, aber es ist gar nicht so leicht, den Versicherer dazu zu finden. Wir haben da nichts wirklich Vernünftiges noch auftreiben können. Gibt es noch jemanden aus dem, der zur Versicherung etwas sagen kann? Nicht wirklich. Stefan, ist das damit halbwegs beantwortet? Passt ja. Super, Danke. danke Stefan. Ich habe dann noch eine weitere Frage bekommen vom Herrn Hansen. Wie sieht denn so eine Ankaufskalkulation aus? Also Finanzierung ist ein heißes Thema, wie ich sehe. Was sollte man beim Ankauf alles bedenken? Also ich glaube, eine Frage, die viele von uns beantworten können. Herr Möbel ist, glaube ich, als erstes für die Ankaufskalkulation. Was meint ihr jetzt mit Ankaufskalkulation? Genau. Also die Erstkalkulation eines Angebotes.
Da muss ich nachfragen, um präzise antworten zu können. Ja, ich nehme eher an, da geht es um den Ankauf, um die Kalkulation, was ist die Maschine überhaupt noch wert. Also eigentlich ist das sogar eine Beta-Deal-Antwort, oder? Ja, also das ist nicht originär Finanzierung. Sehr gerne antworte ich drauf, wenn es darum geht, eine Maschine zu finanzieren und welche Finanzierungsform man nutzt. Wenn das die Frage sein sollte, dann lieben gerne. Ich glaube, ich werde vielleicht noch vorher antworten. Wenn sich so um ein Trade-in handelt, das heißt, man würde auch gleichzeitig eine neue Maschine verkaufen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Dinge erstmal zu splitten. Das heißt, man muss sich den Einkauf separat ansehen und zunächst einmal von einem Marktpreis ausgehen. Das heißt, für wie viel wird eine solche Maschine aktuell auf dem Markt gehandelt? Denn das ist etwas, was man individuell nicht unbedingt ändern kann. Was ich aber individuell betrachten muss, ist, wie sind meine internen Kosten? Welche Kosten erwarten mich, wenn ich diese Maschine aufnehme? Muss ich sie reparieren? Muss ich sie instand bringen? Etc. Das heißt, ich muss zunächst einmal den Marktpreis, den ich, wie gesagt, nicht besonders stark beeinflussen kann, zunächst einmal recherchieren und das anhand eigener Daten, wenn die zur Verfügung stehen, beziehungsweise von Marktdaten, die es ja gibt, ob es jetzt auf Portalen ist oder ob es über Provider ist, wie es zum Beispiel Lectura ist. Und mir sagen, wie ist denn, wenn ich meine eigenen Kosten mit einrechne, wie ist das Delta, wie viel Geld muss ich in diese Maschine investieren und wo bleibt und was sind meine Standardmargen für solche Maschinen. Und daraus mit einer relativ simplen Kalkulation wird sich aufzeigen, ob es sich für mich, wie viel Geld ich überhaupt für diese Maschine ausgeben darf. Ja, und schlussendlich dann aber auch noch dazu gerechnet, habe ich möglicherweise schon einen Kunden im Kopf, der für diese Maschine in Frage kommt. Ist es etwas, was relativ gängig ist bei mir? Weiß ich da schon, wie schnell ich die wieder an den Mann bekomme? Mit welchen Standzeiten muss ich rechnen? Denn das ist auch etwas, je nachdem, welche Maschine es ist, habe ich höhere oder niedrigere Standzeiten pro Monat, Standkosten pro Monat und habe natürlich auch mehr oder weniger Standtage. Und auch die müssen wir vorab, wenn möglich, mit einkalkulieren. Idealerweise hat man natürlich schon einen Kunden im Kopf, wenn man eine Maschine in Zahlung nimmt, aber manchmal eben nicht. Aber wenn ich einen Kunden im Kopf habe, dann weiß ich, okay, die habe ich dann möglicherweise innerhalb von 4 Wochen weiterverkauft. Und ansonsten sollte ich diese Standtage tunlichst direkt auch da in die Kalkulation schon mit einfließen lassen. Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Man sollte das ganze Thema nicht zu technisch betrachten. Also natürlich ist es klar, ich muss mir einen guten Überblick über den Zustand der Maschine verschaffen, damit ich zumindest mal eine Idee davon habe, welche Reparaturen sind notwendig, was ist vielleicht auch nicht notwendig, was muss ich in meine Kostenkalkulation mit reinbringen. Dann muss ich natürlich das Thema gegebenenfalls Verkäuferprovisionen im Hinterkopf haben. Also wenn ich ein Provisionsmodell für meine Mitarbeiter habe, dann sollte ich die mit reinkalkulieren. Und auf das Thema Zinsen möchte ich nochmal gesondert eingehen. Also die Standtage, die ich kalkuliere, die schlagen sich natürlich direkt in Zinsen um. Und da muss ich natürlich auch die Saisonalität bei mancher Maschine im Hinterkopf haben. Wenn ich jetzt heute Erntetechnik in Zahlung nehme, weiß aber, ich werde sie frühestens nächstes Jahr wieder verkaufen, dann weiß ich natürlich aus der Erfahrung heraus, ich habe eine gewisse Anzahl von Standtagen, die wird automatisch kommen, da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Und diese Dinge werden halt sehr häufig vergessen. Das Weitere, was ich tatsächlich mal bei einem Landmaschinenhändler erlebt habe, war diese Aussage, naja, ich habe die Maschine doch bezahlt, die hier auf dem Hof steht und damit kostet sie ja keine Zinsen. Das ist natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Im konkreten Fall hatten wir einen Deutschschlepper auf dem Hof stehen seit 15 Jahren. Ja gut, der ist natürlich bezahlt, aber am Ende des Tages muss ich ja zumindest mal kalkulatorisch, muss ich trotzdem Zinsen mit reinkalkulieren, weil ich dann immer ganz gerne antworte, naja gut, lieber Händler, wenn du jetzt dieses Geld, was du jetzt in diese Maschine investiert hast, die jetzt hier auf deinem Hof steht, wenn du das nehmen würdest und gehst damit zur Bank, was würdest du da an Zinsen kriegen? Im Moment auch nicht so viel, aber tatsächlich gab es ja mal Zeiten, wo man dann durchaus für sein Geld auch Zinsen bekommen hat. Und da ist halt einfach der Punkt, das ist dann eine Milchmädchenkalkulation, wenn ich das einfach mal gedanklich ausblende.
Ja, das erlebe ich aber tatsächlich auch ab und an, dass wenn ich anfange mit der Beratung, dass wir erstmal gucken, wie viel Bestand haben wir eigentlich auf dem Hof. Und das ist nicht selten, dass wir da auf mehr als 1 Million Euro kommen und durchaus auch mal ein paar haben, wo wir dann erstmal gucken müssen, was machen wir damit? Wie lange stehen die denn schon? Wie lange kosten die denn am Ende schon Geld? Aber um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen mit dem Einstiegspreis, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist zu schauen, welches Portfolio habe ich auf dem Hof schon stehen? Ist es jetzt der 20. Mähdrescher, den ich mir dazu stelle, oder der 38. Traktor, oder ist es vielleicht eine Maschine, die ich so noch nicht da habe? Denn dann habe ich andere Möglichkeiten der Weitervermarktung oder der schnelleren Weitervermarktung. Das heißt, da spielt das ganze Thema Portfolio-Management dann auch mit eine Rolle, dass ich, bevor ich einen Preis abgebe, entsprechend schaue, was habe ich, oder auch entsprechend, bevor ich einen prognostizierten Restwert abgebe für ein Buyback oder für ein Leasing, dass ich schaue, wie viele Verträge habe ich bei mir schon im Portfolio, die zu diesem Zeitpunkt dann später auch alle zurückkommen werden. Das heißt, wie wird dann in 3 Jahren, wenn diese Maschine bei mir wieder auf dem Hof steht, mein dann zukünftiges Portfolio aussehen und wie viele Möglichkeiten habe ich dann der Vermarktung? Wir haben noch eine Frage, ich ganz spannend finde im Chat. Wenn man alles einkalkuliert, gerade Provisionen oder Zinsen für Standtage, wird der Ankauftest immer schlechter und man bekommt den Verkauf immer schlechter hin. Wettbewerber sind auch noch da. Ich würde sehr gerne darauf antworten, weil das natürlich das Argument ist, was man sehr, sehr häufig hört. Und ja, natürlich. Ich habe, wenn ich eine Gebrauchtmaschine in Zahlung nehme, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, über das Neumaschinengeschäft den Preis zumindest auf dem Papier für den Kunden ein wenig schöner darzustellen. Aber am Ende des Tages lüge ich mir selber in die Tasche. Und natürlich bewegen wir uns in einem Markt, wo wir eine extreme Konkurrenzsituation haben. Aber langfristig betrachtet muss ich mir halt immer die Frage stellen, möchte ich jedes Geschäft mitnehmen im Neumaschinenbereich und am Ende des Tages tue ich Geld dabei? Oder sage ich lieber, dann soll halt mal das Geschäft auch mal der Wettbewerber machen, den es dann, und das ist die Erfahrung, die wir im Neufahrzeugbereich gemacht haben, den gibt es dann irgendwann nicht mehr. Ja, Sie haben völlig recht, Herr Leubel, völlig recht. Auch Sie, Frau Teichert. Ich erlebe es immer wieder bei Händlern, die haben einen Mordsbestand auf dem Hof, sind aber nur sehr stark eingeschränkt in der Lage, diesen Bestand wirklich auf Knopfdruck aus dem Computer zu lassen. Das hat manchmal schon also eine adäquate Beratung verhindert. Zum Zweiten hat man doch, wenn ich intelligente Finanzierung unterlege, die Möglichkeit, halbes Jahr vor Auslauf oder vor Ablauf schon neue Kunden zu akquirieren für dieses Objekt. Wenn ich spüre, dass der Kunde scharf ist auf das neueste Objekt, also nicht weiter nutzen will. Aber das wird so gut wie nie gemacht. Es gibt regelmäßig Auslauflisten, aber die werden dann zur Kenntnis genommen vom Händler oder es werden Marginalien mitgemacht. Höchst selten wird das wirklich in intelligente Akquisition umgesetzt. Das ist doch wahnsinnig wichtig, dass das gar kein Objekt wird, was auf dem Hof rumsteht, sondern quasi im fliegenden Wechsel einen neuen Eigentümer findet. Und wenn man schon Bestandsfinanzierung betreiben muss, es ist eben auch wichtig, ich sprach das eben an mit diesen typischen großen Bestandsfinanzierern, die man hat. Die braucht man auch in Zukunft, da will ich gar nicht von weg. Die haben ihre Qualitäten, aber die werben primär über den Zins und das ist einfach kein adäquates Kriterium mehr heutzutage, weil die meisten Gesellschaften mit Gebührenkatalogen arbeiten, die den Zins völlig dominieren. Ich kann also aus 2,5% locker 4% machen, wenn ich nur ein paar Gebühren ziehe während der Laufzeit, die bei jedem aufschlagen. Das heißt, immer auch weitere suchen, die mir die Möglichkeit bieten, beispielsweise Maschinen aus dem Bestand zu vermieten, was ja noch klassischerweise strikt verboten ist. Und die auch die Untervermietung erlauben, dass ich also nicht mich quasi auf Glatteis oder auf Schmierseife bewege. Die gibt es. Ich habe jetzt gerade letzte Woche diesbezüglich einen Vertrag abgeschlossen. Und da kann man also mit seinem Bestand intelligent umgehen oder auch ältere Gebrauchte, von denen man glaubt, dass sie sich im Markt nicht mehr so fungibel darstellen, auf diese Art und Weise als Spitzenbrecher oder sonst wie in den Markt schieben und zumindest da noch ein bisschen Marge optimieren, anstatt die dritter Reihe voll zu vermodern zu lassen. Also das sind Beobachtungen, die ich anstelle, die auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Lieber Händler, mal eine Woche lang was über Finanzierung hören, anschließend zu meinen Expertinnen oder zu Expertinnen gehen, die Restwertverläufe, Restwertverzehre kennenlernen und dann passt es, dann kann man was machen.
Ja, gerade das wenn von Sie. mir. Entschuldigung. Ja. Ich bin durch. Ich bin durch. Danke. Gerade wenn Sie das Thema Vorlaufmanagement ansprechen, das ist das, was ich auch gerade mit Portfolio-Management meinte, einfach zu schauen, wann habe ich denn welchen Bestand in der Zukunft auf dem Hof und wie kann ich vorher damit umgehen, wie kann ich vorher in die Vermarktung gehen, wie kann ich mir die auch schon vorher einmal anschauen, irgendwie ein paar Wochen, bevor sie tatsächlich bei mir aufschlagen, damit ich dann mit dem Kunden nochmal über entsprechende Schäden schauen kann oder darüber, wie gut gewartet am Ende die Maschine jetzt gerade ist. Und da vielleicht noch einen Schritt vorgegriffen. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn wir solche Verträge machen. Ob es jetzt ein Inzahlungnahmevertrag ist, wo die Maschine recht bald zurückkommt, oder aber auch ein Buyback-Vertrag, der in 3, 5 oder 8 Jahren fällig wird, dass man da auch immer Bedingungen mit beilegt. Ich nenne die immer den Beulenkatalog und sagt, diese Schäden sind akzeptabel. Im Rahmen dieser Schäden gilt auch der Preis, den ich bereit bin zu garantieren. Aber wenn Schäden darüber hinausgehen, dann sind die Bitte vor Rückgabe zu beheben. Das spart uns ganz, ganz viel Ärger mit dem Kunden. Das spart uns ganz, ganz viel Geld, das wir hinterher investieren müssen, um diese Schäden dann doch auf eigene Kosten zu beheben, weil wir es vielleicht nicht sauber dokumentiert haben am Anfang und nicht sauber zum Teil des Vertrages hinzugefügt haben. Und da ist auch ganz, ganz viel Spielraum drin noch für weitere Gewinne oder zumindest für nicht realisierte Verluste. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz was sagen zu dem, was Herr Leube gesagt hat, mit dem Thema, wie viele Geschäfte will ich eigentlich realisieren? Das ist natürlich ein ganz, ganz strategischer Ansatz. Ich habe schon viele Herstellerberatungen dahingehend geführt, dass wir gesagt haben, um die Kontrolle wieder zurückbekommen zu können über unsere Restwerte und über unsere Gebrauchten, möchten wir das erstmal grundsätzlich alles, was auf dem Markt ist, an Gebrauchten wieder zu uns zurückfließt. Da wissen wir, dass wir in der Anfangszeit auch mal investieren müssen, dass wir auch mal zu einem höheren Preis wieder rückkaufen müssen oder überhaupt einkaufen müssen am freien Markt, also über freie Ankäufe, wo wir vielleicht sagen, die Maschine ist es heute so nicht wert. Aber ich möchte als Hersteller das Zeichen setzen, dass ich meine eigenen Maschinen wieder zurückhaben möchte. Ich möchte als Hersteller nach draußen als derjenige wahrgenommen werden, der an seine Maschinen glaubt, wo dann auch schlussendlich innerhalb relativ kurzer Zeit der Markt versteht, dass wenn der Hersteller seine eigenen Sachen wieder zurückhaben möchte, die Qualität doch so gut sein muss, dass es Sinn macht, diese Maschine zu kaufen und nicht die vom Wettbewerb. Das heißt, da bin ich in der ganz, ganz strategischen Schiene. Und ja, in dem Moment macht es total Sinn, auch mal für eine Zeit lang zu überzahlen, um letztendlich die Kontrolle über seinen eigenen Markt wieder zurückzubekommen. Carina, ich muss ein bisschen eingrätschen, weil wir haben schon 10.12 Uhr, also wir sind schon deutlich drüber. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion, es waren interessante Themen dabei und das Format, da bitte ich auch um Feedback von den Händlern. Bitte sagt es mir, schreibt es mir ein kurzes E-Mail, wie dieses Talk-Format gefallen hat. Das war ja erster Versuch, es so zu machen. Ich glaube, ich kann jetzt einfach verabschieden. Oder hat irgendjemand noch etwas, was er unbedingt noch sagen möchte von den 5 Speakern? Vielleicht ganz, ganz kurz, wenn wirklich noch Fragen irgendwo unter den Nägeln brennen, die wir jetzt nicht beantworten können oder die jemand auch nicht in den Chat schreiben wollte oder vielleicht auch nicht die Hand heben wollte und es direkt hier sagen vor versammeltem Auditorium. Wir alle 5 sind auch im Nachgang dazu da. Die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern werden bei landwirt.com auf der Seite stehen. Einfach dann an uns auch direkt wenden, bitte. Genau, auf jeden Fall. Und es geht ja weiter. Also wir beenden das Thema Landwirt.com Trainingsnet. Wir haben jetzt nächsten Freitag noch ein letztes Training für die Vertriebsunterstützung. Das ist eine Wiederholung vom Webinar vor 2 Wochen. Aber das war super spannend. Einige kleine Tipps dabei, wie man besser und erfolgreicher Sales-Prozesse optimiert. Und dann werden wir wahrscheinlich einmal ein bisschen eine Sommerpause machen, aber im Herbst wird es eine richtig längere Webinarreihe geben mit verschiedensten Themen. Und da bitte ich auch alle, schicken Sie uns Ihre Ideen, was soll man behandeln, welche Themen brennen unter den Nägeln. Ich habe ja das Gefühl gehabt, Finanzierung ist ein großes Thema, das ist ja heute wirklich auch rausgekommen. Auch die Bewertung, den Rückkauf, ein Riesenthema, wie kann ich Maschinen so einkaufen, dass ich dann auch noch
Geld verdiene. Also es gibt schon noch viele Themen, die wir behandeln werden. Wir sind jetzt genau in der Planungsphase des nächsten Monats. Also die Ideen, die jetzt kommen, können wir berücksichtigen und auch dementsprechend Referenten suchen. Und ich sage herzlichen Dank an die fünf. Es hat mir Spaß gemacht. Es war eine gute Diskussion. Es waren, glaube ich, gute Beiträge. Wir hatten auch gutes Publikum. Und dem Publikum wünsche ich und allen Referenten natürlich auch ein schönes Wochenende und herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.